wird gut. Katzen. So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicke, eine neue Folge Unboxing. Wir fahren mal ein Stück ran. Beachtet bitte nicht dieses fette, große, schwere Paket, was da hinter mir steht, auf der Mülltonne. Beachtet nicht die Molly. Molly ist schon fort. Was da drin ist, das erfahrt ihr zum Schluss. Jetzt prügeln sich die Katzen und ich möchte mal zeigen, was da drin ist. Und was da drin ist, wäre ja schön, wenn das alles Fanpost wäre, aber das ist alles Zeug, was ich entdeckt habe, was ich bestellt habe, was Pupsi bestellt hat, wo wir einfach euch nochmal kurz zeigen wollen, was bei uns so abging in letzter Zeit. Angefangen mit diesem kleinen Paket. Das habe ich nicht bestellt, das hat Pupsi bestellt. Hat mir nichts davon gesagt, denn wir waren letztens im Urlaub in Gera in so einem Apartment und da standen drei solche schönen Figuren. Ich habe gesagt, das sieht aus wie Jonas, hat dieselbe Frisur, ist so babymäßig und das war hier nicht sehen, nicht hören, nicht riechen und schmecken, ja nicht reden. Und die fand ich cool, habe gesagt, boah, die hätte ich am liebsten mitgenommen. Jetzt hat sie das letztens bestellt, schon aufgemacht und gesagt, guck mal hier für dich. Und dann habt ihr jetzt hier wirklich drei solche komischen Baby-Buddha-Statuen drin. Der hier hört nichts, aber der sieht aus wie Jonas. Das ist unglaublich genial. Vor allem ist das B-Ware steht dran. War für, auf eBay, glaube ich. eBay für 13 Euro. Der rett nichts. Guck, ich sag nichts. Oder ich muss gucken, das kann auch sein. Ich halte mir hier den Mund zu. Und natürlich noch der dritte, der macht dann was, ihr wisst. Der sieht nichts. Die sehen so friedlich aus und so schön. Die musst du dir hinstellen als Dekoration. So, das ist schon das erste Päckchen, aber das war ja leider schon auf, weil Pupsi das irgendwie aufgemacht hat. Kommen wir mal zu dieser Seite hier. Nee, warte, wir müssen doch an der Seite weitermachen. Fällt mir gerade ein. Das ist nämlich auch schon auf. Da konnten sie es wieder nicht abwarten, weil für Marie waren da so komische Meteoritenbälle drin. Diese komischen Gummihüpfbälle, die jetzt irgendwie jeder hat und jeder hypt. Muss ich euch sagen, früher in meiner Kindheit, wir hatten auch Gummibälle, die so faustgroß waren, die du auf den Boden geknallt hast und die hochgesprungen sind. Und jetzt tun die so dank TikTok, als hätten die jetzt Bälle erfunden, die faustgroß sind, die du auf den Boden hauen kannst und die dann in die Luft springen. Hallo? Ich verstehe das nicht, aber das ist TikTok und so ist es. Ganz kurz für euch hier, diese Soße, ihr kennt ja Sriracha Soße, das ist eine Sriracha Soße mit einem weißen Deckel, das haben wir aber heute im Penny gefunden. Ich habe das nur jetzt gerade hier mit reingelegt, das ist eine Sriracha Coconut Chili Sauce und Sandra liebt ja Kokosnuss mit einem weißen Deckel, noch nie gehabt, noch nie gesehen, wir haben letztens eine mit einem gelben Deckel gehabt, eine Senfsoße und eine Yellow Chili Sauce. Die möchte ich mal testen, aber die kommt jetzt erstmal hier in die Ecke. Außerdem im Penny gab es auch von Rauch, die hier diesen Eistee machen, diesen Soft Sparkling Evil Juice in drei verschiedenen Richtungen. Root Raspberry, das ist der eine, das muss ich sowieso irgendwann mal testen. Das seht ihr dann nochmal genauer. Neben Root Raspberry gab es Licky Lime, auch anderes Design. Und es gab Maniac Mango, Vitamin Boosted, immer mit so einem Totenkopf drauf. Rauch, wie gesagt, kenne ich nur als Eisteesorten, als Hersteller von Eistees in Dosen, was ich sehr cool finde. Die haben ja auch diese Kollaboration mit Julian Bam gehabt. Die Eistees haben auch eigentlich richtig gut geschmeckt. Und bin gespannt, was das jetzt ist. Dann war man noch im Müller heute shoppen. Da gab es eine Aktion. Drei DVDs für 15 Euro oder eben zwei Blu-rays für 15 Euro. Ich habe diesen Film gesehen. Evil Dead. Evil Dead Rise. Ich fand den Evil Dead Film damals richtig genial. Den habe ich im Kino geguckt. Evil Dead Rise wollte ich im Kino gucken. Habe es aber nicht geschafft. Jetzt gab es den auf DVD. In einer Aktion und auf einer Blu-ray. Ich habe zuerst die Blu-ray gesehen und gesagt, wow, Evil Dead Rise, den habe ich sogar auf meiner Amazon-Wunschliste gehabt.
Wir müssen eine zweite Blu-ray finden, damit wir den mitnehmen können. Für 15 Euro zwei Blu-rays. Dann hat Pupsi plötzlich den Kokainbär gefunden. Das ist genial, weil der Kokainbär ist auch auf meiner Amazon-Wunschliste gewesen. Den habe ich mir da reingeschoben. Und wäre in dem Moment fertig. Ich habe gesagt, dann kann ich die von der Wunschliste wegpacken und wir nehmen die hier direkt mit. Einfach zwei Blu-rays für 15 Euro. Dann haben wir gesehen, die gibt es aber auch auf DVD. Deswegen habe ich jetzt DVDs, zwei Stück. Aber wir haben noch eine dritte gebraucht. Also haben wir geguckt, was gibt es denn noch als Film? Und sind auf Megan gestoßen. Megan, der Film mit der Puppe, war auch dabei. Drei DVDs für 15 Euro. Also 5 Euro für Megan. Der soll ja angeblich auch richtig gut sein. Wenn ihr den gesehen habt, schreibt es mal in die Kommentare. 5 Euro für Evil Dead Rise, wo ich erwarte, dass das ein richtig krasser Horrorfilm ist, weil der Vorgänger war auch richtig krass. Und 5 Euro für den Kokainbär, der angeblich richtig trashig, aber gleichzeitig auch mega lustig und unterhaltsam sein soll. Dann, Schande über mein Haupt, ich habe letztens die Gomorra-Staffeln alle bestellt und gehabt und habe gesagt, ich möchte nicht, dass das alles in einer globigen Box ist. Ich möchte jedes einzelne Cover haben. Mich hat das aber im Nachhinein so geärgert, weil die DVDs, manche waren mit Pappschuber, manche waren ohne Pappschuber, manche waren am Rand blank, manche waren mit Bild, dann war das einmal so beschriftet, einmal so beschriftet. Wenn du das als Sammler in dein Regal stellst, das passt halt nicht. Das muss alles gleich aussehen, wenn es vom gleichen Hersteller ist und in der gleichen Reihe sein soll. Und das hat nicht gepasst. Ich weiß nicht, was sie sich bei den Designs gedacht haben. Das war ein kunterbuntes Durcheinander. Und eigentlich hat mir nur das Cover von der 4. Staffel gefallen. Die anderen waren auch nicht so berauschend. Habe ich gedacht, scheiß drauf, ich schicke die zurück. Als Sammler muss das perfekt sein. Ich habe statt 90 Euro dann also nur 60 Euro bezahlt für die Komplettbox mit allen 5 Staffeln drin plus dem Spielfilm Der Unsterbliche, weil mir da so eine super Box angezeigt wurde, die auch aus Papp ist mit Schuber zum Aufklappen, 1000 Seiten. Was habe ich aber bekommen? Dieses Stück Plastikabfall als Gomorra-Box und die ist wirklich mega hässlich. Ich habe ja schon gesagt, das Cover sieht absolut nach nichts aus. Ist auch so, weil die anderen Cover mich aber auch nicht angesprochen haben, dachte ich, ich nehme halt die Komplettbox, weil das Aussehen vom Cover ist jetzt egal. Da wusste ich noch nicht, dass die Box so rund gelutscht ist. Ich mag das nicht, ich mag es, wenn es eckig ist. Das Ding hier ist so rund gelutscht an allen Ecken. Ich habe noch nie sowas Hässliches gesehen. Und dann habe ich das aufgemacht. Da lag hier einfach eine Scheibe lose drin. Dann wollte ich das rumklappen. Da lag wieder eine Scheibe lose drin. Ich wusste überhaupt gar nicht, wo die hinkommen. Dann musste ich die falsch rum jetzt hier draufklicken, auf die andere drauf. Dann guckst du dir das hier an. Und ich habe bis jetzt immer noch nicht Staffel 5 gefunden. Da sind zum Teil 3 oder 4 Scheiben übereinander gestapelt. Und das ist irgendwie von der Aufteilung her auch total beschissen. Und es fliegt alles da drin rum und es sind richtig billige Plastikhalterungen, wo unter dem Film noch ein Film ist hier, das verschiebt sich schon wieder. Du musst hier immer wieder drücken, also das ist auch eine richtig abartige Box, die richtig hässlich aussieht. Mit der bin ich jetzt auch unzufrieden, aber wenigstens habe ich nur 60 statt 90 Euro bezahlt. Ich muss halt mal auf Suche gehen, ob ich jetzt alle Staffeln da drin habe. Ansonsten sage ich weiterhin, Gomorra, einfach richtig geniale Serie, die mich richtig geflasht hat und kann ich euch nur empfehlen. Dann, was wichtig ist, ich habe, glaube ich, letztens schon mal irgendwo gezeigt, ich habe statt Samyang Bulldog Nudeln diese Bullrahmen Nudeln gefunden in Carbonara. Es gibt also Samyang Carbonara, es gibt Bullrahmen Carbonara. Die habe ich auch getestet, glaube ich schon. Video ist zu dem jetzigen Zeitpunkt noch nicht online. Aber ich wollte natürlich gucken, wie schmeckt dieser Samyang Konkurrent. Jetzt habe ich die schon bestellt. Jetzt habe ich sie mir nochmal bestellt. Aus dem Grund, weil es noch 2 andere Sorten gibt von Bullrahmen. Nämlich auch eine rote und eine schwarze Edition. Und die gab es so als 3er-5er-Pack. Also 5er-Pack im 3er-Dings. Und da habe ich dieses Angebot angenommen. Deswegen habe ich jetzt nochmal diese Carbonara Bullrahmen hier dabei. Die anderen müssten hier in dem Karton sein. Deswegen passt das von der Aufteilung.
Wenn wir jetzt hier rüber gehen und den Karton aufmachen, dann bin ich mal gespannt, weil das ist halt wirklich alles auch wieder an Samyang angelehnt. Und da weißt du, wie gut Samyang ist, wenn Samyang so beliebt ist und so sehr nachgemacht wird. Nicht nur, dass die Paldo-Nudeln kommen und einen auf Samyang machen und die Geschmäcker und das Design nachmachen. Nein, jetzt kommt Bullrahmen und macht auch einen auf Samyang. Und das ist schon auffällig. Das heißt, Samyang hat vieles richtig gemacht. Das nehmen wir mal raus. Dann kennt ihr ja vielleicht, die originalen Samyang-Nudeln sind ja in der schwarzen Packung. So, hier habt ihr die Bullrahmen und die sind in der schwarzen Packung. Also wie Samyang. Die Original-Bullrahmen und die Original-Samyang, schwarze Packung. Auch eine Art Hühnchen hier vorne drauf. Artificial Spicy Chicken Flavor. Hot 3 Schoten Stir-Fried Ramen. Das steht alles bei den anderen Sachen genauso drauf. Hier also das Hühnchen. Hier mit brennendem Teller. Hier habt ihr das Hühnchen, was natürlich ein bisschen anders designt ist. Carbonara steht, das sieht nicht so gequält aus. Das sieht besser aus. Hier steht mild, da sind auch nur 2 Chilischoten drauf. Also da steht extra mild, 2 Chilis. Hier steht hot, 3 Chilis. Aber wir haben ja noch die rote Packung. Wir haben noch die rote Packung. Das ist also dann wie too spicy. Bullrahmen. Rote Packung. Und hier steht Hot Bullrahmen. Fire. Extra hot. Und da sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 Chilischoten drauf. Wenn ich das andere Ding gesehen habe, habe ich gedacht, das höchste ist 4. Aber das sind einfach 6 Chilischoten bei diesen Hot Bullrahmen, die extra rot sind, extra brutal. Da bin ich mal gespannt, wie die schmecken, wie scharf die sind und ob die schärfer sind als die Samyang Bulldog Too Spicy. Wieder also 5 Packs. Das Hühnchen sieht auch wieder anders aus. Ich liebe das einfach, solche Nudeln und Nudelexperimente. Dann ganz kurz hier aus dem Beutel. Ich habe ja das Problem, wenn es tagsüber hell ist. Ich kann hier eigentlich nichts filmen, weil da kommt Gegenlicht rein. Ich möchte den Tisch aber jetzt so stehen lassen. Ich hatte mir Verdunklungsvorhänge mal bestellt. Dann war da keine Halterung oben dran. Da waren keine Ringe, du konntest das nicht befestigen. Habe ich wieder zurückgeschickt, habe dann mal ein Video gemacht. Da war es noch nicht ganz so dunkel. Ich dachte, naja gut, das geht zur Not trotzdem. Das passt schon. Jetzt wird es aber wieder wärmer, es wird wieder heller. Und wenn die Sonne hier drauf knallt, du kannst trotzdem einfach nicht hier filmen. Gegen Abend, frühs oder wenn es bewölkt ist, kannst du filmen, aber du kannst nicht mitten am Tag filmen, wenn die Sonne drauf knallt. Weder auf dem Balkon noch hier drin. Also habe ich mir nochmal Verdunklungsvorhänge bestellt. Extra mit diesen Ringen hier, dass ich die da oben drüber hängen kann. Und wie ihr seht, die sind einfach gelb. Die sind gelb und die fand ich so schön in der gelben Farbe. Die habe ich mir bestellt. Und dann musste ich sie reklamieren und die muss ich jetzt auch noch zurückschicken, weil die sind einfach zu kurz, die sind zu kurz. Die hängen von oben nur bis zur Mitte von dem Fenster und der Rest von dem Fenster, von der Fassade, von der Tür ist trotzdem frei, denke ich mal. Das gibt trotzdem Probleme, das macht keinen Sinn. Ich wollte die dann in einer größeren Länge bestellen, ist ja auch eigene Dummheit, dass man vorher einfach nicht nachmisst, sondern denkt, okay, für Fenster ist 1,40, da wird 1,75 bestimmt passen, aber ich brauchte mindestens 2,10 Meter. Die gab es aber nicht in 2,10 Meter. Die gelben waren in der einzigsten Größe mit 1,75 verfügbar, also konnte ich keine gelben nehmen. Ich habe mir jetzt aber Abhilfe verschaffen. Ich habe jetzt einfach nochmal bestellt. Ich habe die noch nicht zurückgeschickt, aber ich habe die schon bestellt. Leider halt nicht in gelb. Aber das müssten jetzt auch Verdunklungsvorhänge sein für dort von derselben Firma mit demselben Anbringsel, dass du hier wieder solche Ringe hast und die sind halt jetzt weiß, grau, hellgrau, dunkelweiß, wie auch immer. Das passt also hoffentlich.
dass ich die dann da dran mache, aber die müssten jetzt 2,45 Meter sein, obwohl ich nur 2,30 Meter brauche bis zum Boden. Das heißt, die sind zu groß und zu lang, die schleifen auf dem Boden. Die muss ich aber mal dran machen, denn ich sehe es jetzt schon. Heute war ein richtig sonniger, warmer Tag. Das hat so hier reingeknallt, du hast gedacht, du gehst einfach kaputt. Deswegen muss da was dran, dass das dann anders aussieht. Und jetzt habe ich noch zwei Pakete, beides von der Jarritos-Seite, denn Pupsi hatte Dost. Die hat gesagt, sie trinkt so gerne die Jarritos, sie muss sich unbedingt nochmal Jarritos bestellen. Das sind also die Dinger, die wir in Gera getrunken haben am Bahnhof bei Frankies Burger Schmiede. Ich weiß gerade den Namen nicht genau, wie das heißt, aber wir nennen es einfach so, wie es ist. So, und dann hat Pupsi sich das bestellt und die haben wir letztens auch schon mal gezeigt und ausgepackt. Und die hat den ganzen Karton schon leer gesüffelt. Das heißt, das hier kann weg. Spezialitäten aus Mexiko, da ist wieder so ein Man drauf. A man. Und ich zeige euch das einfach mal von hier oben kurz, dass ihr nochmal wisst, was wie wo. Wenn ihr Jarritos nicht kennt, das sind also so mexikanische Limonaden, die sie da getrunken hat. Hier ist zum Beispiel Strawberry dabei. Hier hast du Mango. Hier hast du wieder hier Mexican Cola ist dabei. Das ist auch Cola. Das ist Cola. Das ist Pineapple, also Ananas. Und da gibt es so viele verschiedene Sorten. Ich habe schon mal ein Tasting mit allen Sorten gemacht, außer Strawberry, weil damals gab es noch kein Strawberry. Ich habe noch mal alle bestellt in dem letzten Paket. Was Pupsi getrunken hat, hat aber von jeder Sorte eins übrig gelassen. Da wird auf jeden Fall noch mal ein Tasting kommen. Noch mal mit allen Sorten, auch mit Strawberry, mit Guave, mit allem drum und dran, was das Herz begehrt. Das muss noch mal gemacht werden. Ich habe das Tasting nämlich mit Marie und Mama gemacht. Ich war da ein bisschen unzufrieden. Dann hat noch eine Sorte gefehlt. Wir haben das auch draußen gemacht. Ich glaube, wenn, dann würde ich das hier abends in der Küche mal machen. Vielleicht auch mit dem Hannes mal zusammen. Zwei weiße T-Shirts, die hier sitzen, in schönen Kulisse, schön angeleuchtet. Diese farbenfrohen Limonaden dann zu testen in Ruhe und Geschmäcker. Ob das was für ein Hannes ist, weiß ich nicht. Der darf ja nicht so viel süß. Was? Aber was für ein Hannes ist, müsste dieses Paket sein. Denn wenn wir schon von Mexiko reden und die Damen, die immer Limonaden trinken, müssen wir natürlich auch an die Männer denken. Die Männer, die gern Bier trinken. Und da habe ich hier jetzt noch ein Paket mit zwei Sixpacks. Also irgendwie ist das doof. Die haben geschrieben, sie haben mexikanisches Bier. Du kannst aber keine einzelne Flasche kaufen, du musst immer gleich ein Sixpack kaufen. Und da gab es zwei verschiedene Sorten. Jetzt habe ich gesagt, Pupsi, wenn du da bestellst, stell mir einfach mal mit ein Sixpack mit Bier. Jetzt hat sie mir also zwei Sixpacks Bier bestellt. Ich dachte, das kommt in so einem Träger oder ist so verpackt, aber die hauen das einfach einzeln hier so rein. Da hätten sie das doch auch einzeln einfach verschicken können, oder nicht? Ich sehe auf jeden Fall, es sind zwei verschiedene Sorten. Das heißt, ich zeige euch ganz kurz mal die Sorten. Wir haben hier ein Ciudad de Mexico Guzman González Cerveza Oro. Ein mexikanisches Bier mit 4,5% von der Mexican Soda Company. Das Golden Ale gebraut wie in Mexiko. Also das werde ich mit dem Hannes auf jeden Fall mal testen, weil das mexikanisches Bier sein soll. Da kann ja jeder sich eine Flasche reinkippen. Und hier noch als zweites, Ciudad de Mexico, Guzman González Cerveza Negra. Das ist nochmal im Prinzip das Gebäude, nur halt bei Nacht. Das ist tagsüber hell, da fliegen hier die Möwen durch die Gegend. Das ist das Gebäude nochmal, bei Nacht ist das jetzt Schwarzbier. Das hat auch 4,5%. Das sieht auf jeden Fall interessant aus. Oben steht Brown Ale. Ale ist ja sowieso eklig. Gebraut wie in Mexiko. Also ihr habt Ale und Golden Ale und Brown Ale. Da hätte ich mir aber was anderes gedacht. So, jetzt tun wir das auch noch fort. Boah, auf die Butterstadion drauf, hier rüber. Und jetzt ist genau natürlich noch ein Paket übrig. Das ist dieses große hier, dieses große Paket.
Und das brauche ich, glaube ich, nicht aufmachen, das interessiert euch nicht. Denn da ist einfach nur ein Kindersitz drin fürs Auto. Wir haben die ganze Zeit so eine Schale gehabt fürs Auto zum Reinstellen, Anschnallen mit Jonas, hat er mit drin gelegen und geschlafen. Jetzt mittlerweile, der will mehr sehen von der Welt. Jetzt hast du einen Kindersitz, wo er richtig drin sitzt und nach vorne guckt und angeschnallt ist. Und da ich ja ein Auto habe und Pupsi hat ein Auto, haben wir natürlich, brauchen wir zwei Kindersitze. Und da habe ich jetzt nochmal einen gekauft, dass Pupsi für sich im Auto auch einen hat. Ne? Seht ihr ja vielleicht in anderen Videos, wenn der mal in Aktion ist. Natürlich, sonst bist du einkaufen gegangen, hast die Schale genommen, hast dir so einen Kinderwagen genommen, hast die Schale oben reingestellt und jetzt hast du keine Schale mehr dabei, jetzt musst du im Einkaufswagen sitzen. Wie ein normales Kind, wie schnell die Zeit vergeht. Letztens hat er noch gelegen und geschlafen und jetzt plötzlich sitzt er schon im Wagen. Das ist also das größte Paket, aber so schwer war das gar nicht und da ist auf jeden Fall noch ein Kindersitz drin. So, dann war es das jetzt. Von meiner Seite aus, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Und bald gibt es auch wieder ein Fanpaket, denn ich habe von Bierschanga schon was bekommen. Das wollte ich hier aber jetzt nicht mit reinpacken. Das gibt es in einem extra Video. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Bam!